hatte es ja heftige Diskussionen gegeben. Auch Otto Baric ist in das Schussfeld auch interner Kritik geraten. Gegen St. Pölten wollten die Salzburger also wieder zur alten Form finden, denn in St. Pölten, da haben sie noch nie verloren und beide Mannschaften hofften auf ihre Torjäger, Vastić bei St. Pölten und Heimo Pfeifenberger bei Salzburg. Beide haben es auf 9 Treffer in der bisherigen Meisterschaft gebracht. 3500 Zuschauer in St. Pölten sehen ein Spiel, das erst sehr langsam auf Touren kommt. Die Salzburger ohne Selbstvertrauen, sie stecken zurzeit in einer Krise, das merkt man, viele Unsicherheiten und auch bei St. Pölten wenig Bewegung in der Anfangsphase. In der 12. Minute diese Chance vom Pfeifenberger, eine der wenigen guten Szenen in der Anfangsphase. Auf beiden Seiten wird der Ball viel zu lange gehalten. Man verzettelt sich in Einzelaktionen. Dieser Schuss von Jurcevic klar drüber. Die Salzburger mit Vorteilen, aber nicht zwingend im Abschluss. Gegenstoß der St. Pöltener. Foul an Schinkels. Der spielt gleich weiter auf Milewski. Ganz alleine Milewski läuft auf Konrad zu und macht das ganz elegant. 1:0 für St. Pölten in der 32. Minute. Eigentlich aus dem Nichts heraus. Nur schwer zu sagen, ob der Ball in Ruhe war. In jedem Fall sehr schnell die Situation erfasst von Schinkels. Und im Stil eines Routiniers stellt Milewski auf 1:0 für St. Pölten. Von diesem Zeitpunkt an, das Spiel der St. Pöltener, offensiver Kopfball von aufgerückten Verteidiger Frühwirth. Pausenstand 1:0. Mehr Tempo, mehr Bewegung in der zweiten Spielhälfte. Reimeyer auf Wilfurt und sein Schuss kein Problem für Kirasic. Gary Wilfurt für Peter Ristić ins Spiel gekommen und er bringt viel Schwung auf der rechten Seite ins Angriffsspiel der Salzburger. Feiersinger holt einen Eckball für die Salzburger heraus. Kirasic mit einigen Unsicherheiten. Wieder Wilfurt. Und Pfeifenberger ganz alleine zum 1:1 in der 49. Minute. Sträflich vernachlässigt. Da hat die St. Pöltener Verteidigung überhaupt nicht aufgepasst und der Teamstürmer erzielt den verdienten Ausgleich. Sein 10. Saisontor übrigens. 2 Minuten später diese Riesenchance von Milewski. Es bleibt aber beim 1:1 in St. Pölten. Und hier gibt es jetzt einen Toto-Tipp, nämlich Spiel 1, Tipix, Torwette 1:1. Der Wiener Sportclub ist die Mannschaft der Stunde. Milde belächelt zu Beginn und dann jene Mannschaft, die eine Überraschung nach der anderen schafft. Diesmal ging es gegen Admira Wacker und die Dornbacher, die wollten natürlich ihre Rolle beibehalten. Bei Admira Wacker spielte für den gesperrten Messländer Müller Libero. Den Platz von Uwe Müller im Mittelfeld nimmt heute Andreas Gutlederer ein. Der Sportclub wieder mit Roman Melich. Stürmisch nur das Wetter und nicht der Zuschauerandrang. Nur 1500 sind zu diesem Spiel gekommen. Marschall und er vergibt hier mit diesem Wolleschuss. Das Bemühen bei den Niederösterreichern ist erkennbar, aber der Sportclub spielt einfacher, geradliniger. Uwe Müller kommt hier nicht an den Ball. Janischitz und Franz Gruber mit Mühe. Der Trainer Sigi Held sorgenvoll. Admira Wacker ist eine von zwei Mannschaften, die in dieser Saison auf dem Sportclubplatz gewinnen konnte. Bei Salzburg hat sich